Sarah Wagenknecht war beim Dinner zu Gast und wir reagieren nun auf diese Talkshow. Nicht nur Sarah Wagenknecht, auch Beatrix von Storch war dabei und ich muss gleich zu Anfang mal sagen, diese Gästeauswahl, also eine BSW-Vertreterin, eine AfD-Vertreterin und dann noch vier Vertreter vom Mainstream, wenn man Maybrit Illner mitzählt, das ist durchaus ausgewogener, als es sonst in den Öffentlich-Rechtlichen der Fall ist. Also sonst hat man ja immer fünf Leute, die auf einen Prügelknaben einhauen. Jetzt hat man zwei Prügelknaben und ja, jetzt werden sich die vier Vertreter des Mainstreams mit denen streiten. Aber ich will gar nicht lange drumherum herumschwafeln. Los geht's. Also wir haben dramatisch schlechte Wirtschaftszahlen. Die Ampel redet alles schön. Und natürlich hat die AfD es leider in den letzten Jahren geschafft, sich zum Adressaten des Protests zu machen, obwohl eine Umsetzung ihres Parteiprogramms ja gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sehr negativ treffen würde. Also die wären eigentlich die Verlierer. Und es gab aber einfach über lange Zeit ja niemanden sonst. Die CDU steht auch für viele Dinge, die die Ampel jetzt macht. Also das heißt, dadurch hat die AfD sich in diese Position bringen Interessant, können. Dass Sie gleich Bezug nehmen auf die AfD. Beatrix von Storch ist heute bei uns, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei. Frau von Storch, Sie mussten sich eigentlich nicht wundern über diese Demonstrationen, weil die Idee, dass man ihre sogenannte Umvolkung abwickeln müsste, die hat die Partei schon lange. Also, dass wir im großen Stile abschieben wollen, so wie es der Kanzler gesagt hat, ist in der Tat kein Geheimnis. Mhm. Das Treffen war nicht geheim, es war privat, aber nicht geheim. Über Deportation und die Enden im KZ, wie wir wissen, ist dort nicht gesprochen worden. Das ist alles das, was insinuiert worden ist und was Korrektiv ja jetzt Stück weit auch zurücknimmt. Die eidesstattlichen Versicherungen der Teilnehmer liegen vor. Alles das, was die Menschen auf die Straßen gebracht hat, in der Masse, hat es nicht gegeben. Das ist eine Kampagne. Aber wissen Sie, das Vielleicht ist etwas, das ist, ich sage ganz kurz den Satz noch zu Ende. Das lässt uns alles kalt, weil auf dem Höhepunkt dieser Ja, also Korrektiv hat hier aus so einer halbseidenen Story, wo man aus zweiter Hand irgendwelche Informationen haben will und wo man sich später dann noch ein bisschen revidiert hat in der Wortwahl, so eine riesige Enthüllungsgeschichte gemacht, dass die AfD und sich dann auf die Wannsee-Konferenz berufen. Also absolute Entgleisungen, wirklich ekelhafter Geschichtsrevisionismus. Und das kritisiert Beatrix von Storch hier völlig zu Recht. Proteste hat es die Wahlen in Berlin gegeben und wir haben das Ergebnis gesehen, das war die beste Mobilisierung unserer Wähler. Wir haben unsere Wählerstimmen zur letzten Wahl um 80% erhöht, dort wo wiedergewählt worden ist und die SPD hat 66% verloren und die FDP hat 36% verloren. Also das mag gerne geschehen, das schadet uns nichts. Die Probleme in diesem Land, die AfD, wollen Sie gerade sagen, danach hätte ich sonst gefragt. Und deswegen ist das sehr gut und die Probleme, die die Menschen haben, sind reell und das sind nicht reelle Probleme. Ich wollte fragen, hätte es Korrektiv und den Verfassungsschutz überhaupt gebraucht, um diese Pläne an die Öffentlichkeit zu bringen? Man muss eigentlich, ich muss Sie nicht überzeugen, dass es Rechtsextreme in Ihrer Partei gibt, aber eigentlich muss man Ihrer Partei eher nur zuhören. Also eigentlich. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt. Also die, weil uns das jetzt schon zumindest den Anfang zum zweiten Mal ansehen, wissen wir jetzt, was für Einspieler gleich kommen und die werden nicht das bestätigen, was Maybrit ist. Ich brauche das Korrektiv nicht, über die Sie sich sehr das, ärgern. Das, was danach hier kolportiert worden ist, ja, ist, dass die AfD Deutsche auf der Grundlage ethnischer Merkmale deportieren, also quasi ins KZ bringen möchte. Und das ist einfach Remigration, in Anführungsstrichen, ist formuliert. Nein, das ist genau. Sie setzen das um, Sie benutzen ein anderes Wort. Wir benutzen das Wort Remigration. Die sind hierher migriert und die müssen zurückmigrieren. Wenn sie illegal hier sind, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben oder wenn sie schwer straffällig geworden sind und wir möglicherweise bei Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen können, auf der Grundlage von Rechtsstaat und Gesetzen. Jetzt haben wir schon zitiert und man musste Ihnen aber auch ehrlich gesagt nur vorher gut genug zuhören, um zu wissen, dass das gar kein Geheimtreffen ist, sondern dass man eigentlich ja da eine präzise beschriebene Politik findet. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Das ist eine polemische Aussage, aber das ist kein Rechtsextremismus. Dieses Regenbogenimperium mit den USA als Kernland und der Bundesrepublik Deutschland als wichtigsten Brückenkopf in Europa
ist es, dass die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung forciert. Auch das ist Polemik, aber kein Rechtsextremismus. Der große Austausch schreitet voran. Bereits über 27% Nichtdeutsche in Deutschland und die Zahl wächst unaufhörlich. Nie zuvor gab es mehr Ausländer und prozentual weniger Deutsche in Deutschland. De facto ist dies eine Entdeutschung Deutschlands. Also es braucht eigentlich gar nicht die Aufregung von Ihnen um Korrektiv und den Verfassungsschutz, weil eigentlich sagen Sie es ziemlich offen. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese ganzen Einspieler, weil es genau das nochmal sozusagen unterstreicht. Ja, es ist abwertend, das kannst du sagen, aber es ist nicht rechtsextrem. Also man sollte ja schon auch mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sein. Aber ich weiß, heutzutage rechtsextrem. Heutzutage brauchst du ja nur sagen, ich bin für Frieden und du bist rechtsextrem. Also heutzutage ist alles rechtsextrem. Reicht, mit dem man versucht hat, den Menschen Angst zu machen, die Menschen auf die Straßen zu bringen. Wir hatten jetzt gerade eine Wahl und wir haben die nächste Wahl. Und auch dafür gibt es Umfragen für die EU-Wahl. Da sind wir bei plus 100%. Ja. Da werden wir steigen und die Grünen werden sich halbieren und die FDP wird sich auch halbieren und ist damit dann weg vom Fenster. Also das heißt, diese ganze Versuche, die Sie in der breiten Medienlandschaft die ganze Zeit schon gemacht haben, die gehen jetzt an den Problemen der Menschen vorbei, denn die haben ganz reelle Probleme. Alles gut, wir fragen ganz kurz. Die AfD-Wähler hat das offensichtlich nicht beeindruckt, Melanie Ammann, stellvertretende Chefredakteurin vom Spiegel, wie man den Wahlergebnissen in Berlin entnehmen kann. Ja, ich würde das ein bisschen anders einordnen als Frau von Storch. Ich sehe, dass die AfD eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten geblieben ist in den Umfragen. Ja, die Wähler laufen der AfD trotzdem weg. Also die Ammann, die brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht anhören. Die hat ja, also das ist so eine typische Vertreterin des Mainstreams. Also da ist eigentlich überflüssig, sich Listen einzuladen, die ähnlich drauf ist wie Maybrit Illner, denn dafür haben wir ja schon Maybrit Illner. Also das ist ein bisschen überflüssig. Ja, Melanie Ammann wird immer eingeladen. Das ist seltsam. Also wenn jemand Florian Warbeck auch so häufig einladen würden, dann hätten wir vielleicht mal ein bisschen ausgewogenere Diskussionsrunden. Aber es wird nur, was tut Kevin Kühnert da? Ja, er vertritt die SPD. Und wie gesagt, habe ich ja anfangs gesagt, nichts dagegen, dass auch Mainstream-Vertreter da sind. Aber die Gewichtung, die wir in Talkshows immer sehen, die ist ungünstig. Hier haben wir jetzt ein Verhältnis von 4:2, also beziehungsweise 4:1:1. 4 Vertreter des neoliberalen Altparteienkartells, beziehungsweise diese ganzen Journalisten, ja, diese Altpapiermedien, würde ich sie jetzt mal nennen, die auch auf deren Seite stehen, eine Vertreterin der AfD und eine Vertreterin des BSW. Also ist jetzt noch keine optimale Aufteilung, aber besser als in den meisten Talkshows. Da haben wir ja meistens ein Verhältnis von 5:1 und nicht von 4:2. Schieben will. Ihre eigenen Parteifreunde sagen, Remigration, millionenfache Remigration wünschen Sie. Ich glaube, Sie machen sich was vor und Sie lügen sich in die Tasche, wenn Sie glauben, dass die Demonstrationen die AfD schwächen. Also ich halte das wirklich für verfehlt und zwar einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, zumal nachdem Ampelpolitiker selber an den Demonstrationen teilgenommen haben, sie demonstrieren dagegen gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik. Das ist unglaubwürdig. Und ich aber muss das, natürlich jetzt, auch das kann ja keine sagen, von uns sagen bisher, ob das wirklich so sein wird. Naja, Sie haben recht. Es ist natürlich schon, sein, Sie liefern der AfD teilweise dadurch auch Vorlagen. Also ich habe zum Beispiel auch den Korrektivbericht. Aber wenn Menschen für Toleranz ich verstehe das doch. Ich verstehe doch auch, was die Leute umtreibt. Liefert ich das der ja, AfD doch keine Ich habe Sympathie dafür, dass Menschen Angst davor haben, wenn Rechtsextremisten stärker werden. Das ist keine Frage. Aber ich halte auch den Bericht. Man, natürlich war es für die AfD relativ leicht zu sagen, das wird ja hochgespielt, weil das, was in dem Bericht tatsächlich berichtet wurde, nichts Neues war. Also das 100%. Sarah Wagenknecht bringt sie auf den Punkt. Es war erstens nichts Neues, dass es von einzelnen Akteuren Andeutungen gegeben haben mag. Hinterher haben sich Höcke und jetzt auch wieder Beatrix von Storch wesentlich, wesentlich vorsichtiger ausgedrückt. Also eine illegale Deportation von Menschen, die wurde ja auch von Beatrix von Storch gerade deutlich abgelehnt. Also sollte man sich da nicht so echauffieren, wie das Korrektiv gemacht hat. Leute wie Herr Höcke enge Beziehungen zur identitären Bewegung haben, dass ihr Spitzenkandidat Herr Krah von der Europawahl, der macht Anzeigen in einem Blatt der identitären Bewegung. Das heißt, er unterstützt die finanziell, das ist ihr Spitzenkandidat. Und die identitäre Bewegung zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass sie jetzt sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen. Das stimmt ja. Aber das jetzt sehen klingen ja die Sie Menschen fast nach so. AfD-Verteidigung. Nein, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich erzähle Ihnen, was...
Sie versuchen, die Sache differenziert zu betrachten. Das klingt ja fast nach AfD-Verteidigung. Ah. Dass man ernsthaft vor der AfD vorwerfen die kann, AfD-Verteidigungsstrategie schwankt zwischen, entweder sagt man, das ist doch alles nichts Neues und total harmlos, oder sie sagen, das war alles erstunken und erlogen. Nein, und beides zusammen kann nicht erlogen stimmen. Ist es nicht, sondern es ist einfach nichts Neues. Und ich finde, was man schon den Menschen sagen muss, die identitäre Bewegung ist nicht einfach eine Bewegung, die sagt, wir brauchen weniger Migration, sondern es ist eine Bewegung, die tatsächlich einen Ansatz hat, das, was eine Nation ausmacht, nicht über die Kultur, sondern über das Blut zu definieren. Genau. Das ist Rassismus. Aber was stört Sie denn dann an den Demonstrationen? Ich sage dazu jetzt lieber nichts. Anderes. Da gibt es von Wetzolds Welt ein interessantes Video zu. Schaut euch das gerne an, wenn euch das genauer interessiert. Das heißt, ist die identitäre Bewegung extremistisch? Oder so ähnlich. Das ist nein, es stört mich nicht, sondern was mich stört, ist eine Debatte, die sich an Dingen aufhängt, wo die Leute sagen, das ist vorgeschoben. Wir hatten die großen Bauernproteste. Wir haben ganz viel Unmut im Land. Und die Ampel hat sehr Danke, Smoky, für das Abonnement auf der Stufe 1. Hat natürlich so darauf reagiert, dass es ihr relativ recht war, dass plötzlich nicht mehr über ihre Fehlleistung Ja, Günni, pinn das Video mal an, da können sich die Leute ihr eigenes Bild machen. Die Menschen gesprochen, die da demonstriert haben. Und deswegen glaube ich, verstehe ich, dass die Menschen demonstrieren. Ich verstehe, dass die Menschen Sorge haben. Aber ich finde, wir sollten über die Kernprobleme reden, die die AfD stark machen. Und das ist die miserable Politik der Ampel. Machen wir auch in dieser Sendung. Herr Spahn ist bei uns stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Herr Spahn, manche der Demonstranten meinen mit rechts auch Friedrich Merz und Jens Spahn, wenn sie da demonstrieren. Haben Sie trotzdem Verständnis dafür? Manche meinen damit auch Sarah Wagenknecht. Also alles ist heutzutage rechts. Deswegen sollten wir uns da gar nicht auf dieses Distanzierungsgehabe und dieses Such-irgendwas, wo man jetzt Rechtsextremismus reininterpretieren kann, konzentrieren, sondern wir sollten sachlich darauf schauen, was wird da gesagt? Und wenn da was Rechtsextremes gesagt wird, dann sollte man das kritisieren, definitiv. Aber man sollte Rechtsextremismus nirgendwo reininterpretieren, wo er nicht existiert. Das ist leider Unsitte. Es ist eine politische Strategie bestimmter Parteien wie der Grünen, der SPD und auch der CDU, um ihre politischen Gegner mundtot zu machen. Daran sollte sich das BSW meiner Meinung nach nicht beteiligen. Wir sollten Rechtsextremismus da, wo er existiert, kritisieren. Also beispielsweise in der ukrainischen Armee, in der ukrainischen Regierung. Also das ist auch ein Grund mehr, in die Ukraine keine Waffen zu liefern. Da gäbe es natürlich noch andere Gründe als den dort grassierenden Rechtsextremismus, wo Rechtsextreme in höchste staatliche Strukturen aufsteigen können. Aber das ist zumindest mal ein Grund, warum man da die Waffenlieferung einstellen sollte. Definitiv. Aber man sollte jetzt nicht, keine Ahnung, sich irgendwelche kleinen Organisationen in Deutschland raussuchen, damit der Lupe schauen, wo können wir jetzt Rechtsextremismus reininterpretieren und dann das zur Agitation verwenden. Das halte ich für unglücklich, weil die Mehrheit der Bevölkerung oder Mehrheit der politisch interessierten Bevölkerung mittlerweile diesen Trick, man bezeichnet alles, was einem nicht gefällt, als Rechtsextremismus, durchschaut hat. Alleine, das wäre nicht nur ein sachlicher Fehler, nicht nur ein moralischer Fehler, es wäre ein strategischer Fehler, wenn das BSW so vorginge. Dass auch CDU-Politiker dabei waren. Es gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen, zum Teil auch ja mit aufgerufen von der CDU gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, teilweise auch Extremismus generell. Und ja, in Deutschland verschwimmt leider dieser Begriff, man darf rechts sein, Mitte rechts sein, eine Meinung haben, die anders ist als eine Linke in Deutschland. Der Unterschied ist dann, wenn es radikal wird, wenn es extrem wird. Jetzt ist natürlich eine Frage, sind die Young Global Leaders, zu denen Jens Spahn gehört, radikal? Ist das, was Klaus Schwab so manchmal sagt, ist das radikal? Also, aus dem Mund von einem Jens Spahn klingt das schon komisch. Oder wenn CDU-Politiker sagen, wir müssten den Krieg nach Russland tragen, ist das radikal? Wenn es die Menschlichkeit in Frage stellt. Und deswegen, ja, gibt es bei diesen Demonstrationen schon auch Dinge, die mich irritieren, die mich stören, bei manchen derjenigen, die da aufrufen. Aber wissen Sie, Frau Illner, das Thema ist ja eigentlich ein anderes, finde ich. Nein, weil wir haben ja jetzt hier länger zugehört. Und ich finde, das ist nicht das eigentliche, Problem. Sturmhaube, sorry, also das lösche ich jetzt. Wagenknecht hat Stalin nicht abgefeiert und wenn, dann schick mir den Text bitte, wo das so sein sollte. Also wirklich. Problem, weil wir ja auch über die Stimmung im Land sprechen wollen. Weil die Ampel so schlecht regiert, sitzen doch die beiden Damen überhaupt erst hier. Mhm. Ich meine, sie ernten doch die Früchte des Zorns, den die Ampel...
Jens Spahn ist ja richtig wütend, dass ihr, oder nicht wütend, aber ihm scheint das nicht wohl zu bekommen, dass hier zwei Leute sitzen, die eine andere Meinung als haben und nicht mehr nur einer. Das ist ungewohnt für ihn. Die sie nicht ernten. Den die Ampel sät und nährt. Und der zweite Befund, wenn ich nur diese Befunde in meinem Zusammenhang machen darf, ist ja, ich meine, Sie, Frau Storch, Ihre Partei will Deutschland rausführen aus der EU. Ja, Stürmer, aber schick mir das gerne. Ich schaue mir das an. Sie wollen Deutschland rausführen aus der NATO. Gemeinsam haben Sie, dass Sie uns irgendwie an Putin verkaufen wollen. Ich meine, also, BSW und AfD sagen beide, wir wollen billiges Gas aus Russland. Was macht Jens Spahn daraus? Wir werden dann Putin verkaufen, nicht 10-mal so teures Fracking-Gas aus den USA importieren, was zudem noch viel unsicherer ist als Pipeline-Gas aus Russland. Denn diese Pipelines, die kann man ja nicht, also die sind ja feststehend. Russland kann das Gas dann nur an uns verkaufen, wenn die Pipelines erstmal verlegt sind, weswegen Russland ein wesentlich stabilerer Lieferant ist. Die USA können beispielsweise sehr einfach einen Exportstopp für LNG auferlegen, was sie vor kurzem auch getan haben. Also Biden hat den Export von LNG beschränkt. Das heißt, die Gaspreise könnten hier weiter steigen. Also wir machen unsere Gasversorgung hier gerade abhängig von den Launen der amerikanischen Regierung, den Produktionskapazitäten der amerikanischen Erdgasindustrie. Und das ist keine kluge Industriepolitik. Wenn wir was anderes machen, dann verkaufen wir uns natürlich an Putin. Der Programmatik ist am Ende Abstieg ist Armut für Deutschland. Und dann komme ich zum dritten Befund und der ist ja die eigentliche Thematik. Obwohl das so ist, es hat keine Konferenz oder Treffen in Potsdam gebraucht, um zu wissen, wessen Geistes Kind die sind. Obwohl das so ist, ist jeder fünfte Wähler aktuell bereit, die zu wählen. Und die entscheidende Frage, und die stellt sich ja dann eigentlich auch vor allem an Kevin Kühnert und an die Regierung, ist ja, warum und was tun? Mhm. Und ich glaube nicht, dass diese Art von Debatte, wie wir sie hier gerade geführt haben, daran irgendwas tut, sondern die eigentliche Frage, nur, dann bin ich auch fertig, die eigentliche Frage ist, ist die Ampel fähig in der Lage und willens zu erkennen, wie die Stimmung im Land ist, warum die ihr Geschäft hier machen können? Und ist sie willens, durch Entscheidungen was zu ändern? Sie regiert aktuell gegen eine Mehrheit im Land bei Klimaschutz, beim Bürgergeld, bei Migration. Aber der Feuerlöscher sozusagen, es wird immer über die Brandmauer geredet, der Feuerlöscher ist bei der Regierung. Und das ist die eigentliche Frage, die sich viel mehr an die Ampel und auch an Kevin Kühnert richtet, als jetzt hier, ist, wird da verstanden, was los ist im Land? Weil diejenigen, die was tun können gegen die Stimmung im Land, sind die, die regieren. Und jetzt ahnen Sie, wem ich genau diese Frage stelle, nämlich Kevin Kühnert, Potzblitz, der Generalsekretär der SPD ist. Und die Frage ist natürlich, demonstriert haben die Menschen dagegen etwas, Herr Kühnert? Warum gab es so viele Ampelpolitiker, die geglaubt haben, dass das eine Art Zustimmung ist? Also mit demonstrieren ist das eine andere Politik machen wäre das andere. Ich glaube überhaupt nicht, dass diese Demos eine Zustimmung zu einer bestimmten Partei gewesen sind. Nein, ich weiß es sogar, weil ich auf solchen Demonstrationen zugegen gewesen bin und gesehen habe, was für ein breites gesellschaftliches Spektrum, bis hin auch zu CDU-Mitgliedern, worüber ich mich sehr gefreut habe, dort... Ja, also das neoliberale Altparteienkartell. SPD, Grüne, FDP, Linke und CDU. Sogar Linke sind ja nicht neoliberal, aber die haben sich auf der Außenpolitik auf der Linie der anderen Altparteien eingerichtet, dass man die, glaube ich, mittlerweile auch dazu zählen kann. Demonstriert hat. Das sind Menschen, die dafür eingetreten sind, dass die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaft, die ersten Artikel unseres Grundgesetzes, die Tatsache, dass wir Meinungsverschiedenheiten aushalten, dass wir die Gleichwertigkeit von Menschen nicht leugnen, dass das hergestellt werden soll. Das ist keine politische Demonstration für eine bestimmte Parteifarbe gewesen. Mhm. Was interessant war in den bisherigen Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen aus dem parteipolitischen Raum, ist ja, dass es keiner geschafft hat, länger als einen Satz über diese Demonstration zu sprechen, ohne eine taktische Wendung anzuwenden und über das zu sprechen, was man sich auf seinem Notizzettel für diese Sendung vorgenommen hat. Die Ampel ist schuld, irgendwelche erfundenen Prozentzahlen von Storch, mit denen sie uns die nächste Dreiviertelstunde noch behelligen wird und die Aufforderung, jetzt Position zu beziehen. Es muss doch möglich sein, in einem Land, in dem 27% der Menschen eine Migrationsgeschichte unterschiedlicher Art haben und der sich politische Kräfte, die gar nicht wenig Zustimmung haben, dazu aufschwingen, diese Menschen anzugreifen in ihrer Gleichwertigkeit in dieser Gesellschaft und in ihren Rechten. Das erstmal kommt schon wieder ein moralischer Appell. Also kann Kühnert nicht mal einfach sachlich auf das, was ihm hier gerade vorgetragen wurde, antworten? Ernst zu nehmen und zu sagen, völlig egal, wie wir zur Ampel stehen, zum Heizungsgesetz, zur Zukunft der Rente in Deutschland, wir stehen... Völlig egal, wie wir zur Zukunft der Rente in Deutschland stehen, die SPD übrigens kaputt gemacht hat.
Also wir hätten heute ein deutlich geringeres Problem mit der Altersarmut, die Hartz, nicht Hartz, was sage ich denn da schon, ohne die Rentenreform der schröderschen SPD- und Grünen-Regierung. Also Gerhard Schröder hat damals die gesetzliche Rente um rund ein Viertel gekürzt. Also dass Kühnert hier sagt, egal was mit der Rente ist, das ist schon klar. Also der SPD sind alte Menschen natürlich egal. Erstmal darin zusammen, dass wir uns in dieser Form nicht auseinanderdividieren lassen. Und Frau von Storch hat ja keine einzige plausible Antwort auf das. Also wenn es eine Frage gibt, bei der man sich auseinanderdividieren lassen sollte, dann ist das die Rente. Das ist die wichtigste Sozialleistung, die wir hier in Deutschland haben. Also das ist, wenn die Rente auch nur leicht gesenkt wird, dann explodiert die Altersarmut. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und durch den demografischen Wandel wird da zusätzlicher Druck aufgebaut werden. Also die Rente, versteht mich jetzt nicht falsch, die wird sich immer noch finanzieren lassen, nur es wird halt teurer. Und die Politik muss dann bereit sein, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Man muss dann entweder die Rentenbeiträge erhöhen, die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, Kapitalerträge mit in die Rentenfinanzierung einbeziehen oder den Bundeszuschuss erhöhen. All das könnte man dann machen. Aber die Regierung, ja, wie sie es schon vor 20 Jahren gemacht hat, wird dann sagen, ach, die Rente ist nicht mehr finanzierbar, senken wir einfach das Rentenniveau. Oder erhöhen wir die Lebensarbeitszeit, was effektiv für viele Menschen dann eben auch eine Senkung des Rentenniveaus ist, da viele eben nicht bis 67 arbeiten können. Oder wenn das Renteneintrittsalter dann erhöht wird, erst recht nicht mit 70. Jeder vierte Deutsche stirbt, bevor er 70 wird. Gegeben, was da gesagt wurde. Sie haben eingespielt eben die ganzen Zitate von den Parteifreunden von Frau von Storch, die ja ganz stolz bekannt haben, dass es kein Geheimplan sei, sondern genau so gemeint. Da ist gesagt worden, Millionen, das hat Herr Springer gesagt, ne, nach Adam Riese, das sind mindestens zwei, wahrscheinlich eher mehr. Herr Höcke, Ihr Chefideologe in der AfD, ist im Netz zu finden mit Videos, in denen er auf die Frage, wie viele Leute denn weg sollen, sagt, Deutschland kann problemlos auf 20-30% seiner Bevölkerung verzichten. Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass wir 27% Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben. Sie müssen sich jetzt schon mal entscheiden, ob Sie alles bemänteln und abstreiten wollen und ist nicht so gemeint, geht nur um ein paar Abschiebungen, oder ob Sie sich zu Ihrem völkischen Flügel dazustellen, der sagt, massenhaft Menschen raus, ob mit Pass, ob ohne Pass. Abschiebung im großen Stil, so wie Ihr Kanzler gesagt hat, das ist genau das, was wir Sie wollen. Sie auch Menschen mit einem Abschiebetitel bezogen, da sind wir deutlich unter einer Million. Sie reden über Menschen mit deutschem Pass oder... Also jetzt zitiert Kevin Kühnert gerade Höcke. Es wäre interessant, Höcke jetzt als Gast zu haben, damit er darauf antworten könnte. Oder? Also eigentlich müsste Björn Höcke doch jetzt hier antworten können, wenn er hier andauernd zitiert wird. Es war noch ein Spieler von ihm da. Also wenn man über Leute redet, dann wäre es besser, wenn man über Leute redet, die da sind. Oder Sie müssen Nein. jetzt mal sagen, dass Ihre Parteifreunde lügen und Sie die dazu auffordern, solche Räuberpistolen das sein zu lassen. Das hat keiner gesagt. Das hat weder in Potsdam einer gesagt, noch hier hat das einer gesagt. Wir wollen, Waren dass Sie diejenigen, dabei in die illegal... Sie sind so sicher, was dabei da gesagt habe wurde. Es auch Menschen eingeschlossen, ich zitiere aus diesem Treffen, auch Menschen eingeschlossen, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, aber nicht assimiliert seien. In den Diskussionen bei diesem Treffen habe es nur Einwände gegen die Machbarkeit gegeben, aber nicht Zweifel daran, dass solche Pläne wünschen. Es gibt eidesstattliche Versicherungen also, von denen, die dabei waren. Ich bin nicht dabei gewesen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber die eidesstattlichen Versicherungen wenden sich genau gegen diesen Punkt, dass deutsche Staatsbürger auf der Grundlage von rassistischen oder ethnischen Merkmalen abgeschoben werden sollen. Das ist dort nicht gesagt worden und deswegen hat Korrektiv ja aber seine verbalen Äußerungen dazu. Aber wie kommen die auf Millionenfach, wenn Sie Deutsche nicht dazuzählen? Das kann ich Ihnen erklären. Die auf Millionenfach, wenn Sie Deutsche nicht dazuzählen? Ihre Parteifreunde sagen das doch ganz offen. Wir müssen alle, die illegal hier sind, es sind ungefähr 300.000 illegal hier, einige haben einen Duldungstitel. Wir haben ungefähr 800.000 Syrer. In Syrien gibt es nicht flächendeckenden Krieg. Die müssen zurück. Die sind wegen Krieg gekommen. Wenn der Krieg nicht mehr da ist, müssen die zurück. Wenn jemand kommt wegen Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg ist nicht mehr da, dann... Na, aber Syrien muss diese Leute doch versorgen können. Also man kann doch nicht 800.000 Menschen und dann, wenn in anderen europäischen Ländern dann auch noch sagen, die wollen wir nicht mehr haben und die Nachbarländer Syriens, Türkei, Libanon, wollen die nicht mehr haben. Da muss man doch davon ausgehen können, dass die Menschen da vernünftig versorgt werden. Also zumindest das sollte doch sichergestellt sein. Und allein deswegen muss man vorher ja wohl die europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufheben. Müssen die in ihre Länder zurück. Ich bin anderer Meinung als Sie, aber sind wir jetzt bei einer Million? Wo sind denn die anderen Millionen? Ich glaube, Sie können hier ganz lange... Ja, noch eine Million Afghanen, meint sie wahrscheinlich. Dann wären wir bei zwei. Also rechnerisch wird es passen. Aber auch da, auch Afghanistan wird durch heftige westliche Wirtschaftssanktionen malträtiert. In Afghanistan Sicht des Westens die falsche Regierung durchgesetzt und die soll jetzt, so gut es geht, am Boden gehalten werden und bestraft und leiden muss darunter halt die afghanische Bevölkerung.
darüber reden, über die Demokratie ist in Gefahr und der Faschismus steht auf. Aber genau das, und das ist der Kitt der Regierung, ist nur noch der Kampf gegen rechts. Die Union ist gerne mit dabei, aber sie haben nichts mehr, was sie mit der FDP und den Grünen zusammenhält, außer, dass sie... jeder darf sie einfach nur den Raum mit Worten gerade, glaube ich. Ich will nur sagen, dass das der einzige Punkt ist, den diese... Jetzt füllen Sie gerade einfach nur den Raum mit Worten. Das sagt die Richtige. Die Regierung noch gemeinsam hat zusammen trotzdem, mit der Union der Kampf Storch, gegen rechts. Aber die Probleme der Menschen in diesem Land, Storch, die sind völlig einmal, egal. Aber eine Frage haben Sie nicht beantwortet von Kevin Kühnert. Und die ist schon, finde ich, wichtig. Weil das, was Sie sagen, das kann man ja meinen. Und das ist auch im politischen Spektrum okay. Es gibt nur ich habe mal gelesen, was Herr Höcke so schreibt. Ich kriege hier linklich die Frage, wie du liest, was der schreibt. Doch, man sollte lesen, was aufgeschrieben wird. Weil nur dann weiß man, was Leute vorhaben. Das ist also jetzt... Höcke war in einem Einspieler drin. Höcke wurde von Kühnert vorgebracht. Höcke wird jetzt von Spahn vorgebracht. Also ganz ehrlich, da hätte man Höcke vielleicht auch einfach einladen. Also Beatrix von Storch hat, glaube ich, sehr viel dümmere Sachen gesagt als Björn Höcke, jedenfalls von dem, was mir bekannt ist. Beatrix von Storch gehört ja auch zum extremen neoliberalen Flügel der AfD. Aber hier werden die ganze Zeit nur irgendwelche Zitate von Höcke vorgelesen. Also da wäre es, glaube ich, interessanter, Höckes Gegenrede dazu zu hören. Völkisches Denken. Da geht es um Deutschsein. Da geht es um ethnisch Reinsein. Das ist völkisch. Das ist in der Tradition, wenn man es so will, in der Schlechten des Nationalsozialismus. Und die Jungmoralapostel, lösch mal bitte nicht leichtfertig irgendwelche ganz normalen Kommentare. Also wenn hier falsche Sachen kommen, also Verleumdung oder vermutliche Verleumdung, so ganz sicher kann man das ja nie sagen, oder Nachrede oder Aufruf zu Straftaten, dann könnt ihr das löschen. Aber ganz normale Kommentare bitte nicht. Die Frage, die Herr Kühnert Ihnen gestellt hat, ist, teilen Sie das? Die rote Linie für ob jemand gelöscht wird, das kann ich jetzt nochmal ganz offen sagen, ist, ob er uns feindlich eingestellt wird. Wenn er schreibt, Sarah Wagenknecht ist eine elendige Bolschewistin und das BSW sollte verboten werden, Thermaban. Wenn jemand schreibt, ihr seid Rechtspopulisten, Thermaban. Wenn jemand schreibt, ihr seid Faschisten, Thermaban. Also wenn solche Angriffe kommen auf diesem Niveau, dann Permaban. Bei, ja, wie gesagt, bei unpassenden Kommentaren, bei Beleidigungen, kurzer Timeout, ganz normale Kommentare, Meinungsäußerungen bitte nicht löschen. Das ist so die Linie, die ich hier jetzt ungefähr vorgeben möchte. Ich weiß, ist im Einzelfall immer schwierig. Was Herr Höcke da aufgeschrieben hat, das steht ja da. Sie sagen ja immer, wir sollen gucken, was aufgeschrieben ist. Das steht da in seinen Büchern. Teilen Sie das oder teilen Sie das nicht? Und wenn Sie es nicht teilen, warum sind Sie dann mit jemandem wie dem in einer Partei? Das ist die eigentliche Frage. Das Gute an der AfD ist, dass wir eine... Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Also ich möchte das jetzt nicht zu lange ausführen. Aber wenn jemand uns feindlich gesonnen ist, und das erkennt man relativ gut, wenn da jemand reinkommt, was ist das hier für ein Mist oder so, wenn er sowas schreibt, dann ist das ein Feind. Also dann will der diesen Stream hier offensichtlich zerstören. Also wenn hier uns jemand in so eine Ecke rückt, dann ist die Absicht da völlig klar. Wenn jemand sagt, ich bin für eine Begrenzung der Migration und ich glaube, dass das BSW da keine guten Positionen hat, okay. Wenn jemand schreibt, Wagenknecht ist eine elendige Sozialistin und will uns alle versklaven, dann ist der uns offensichtlich feindlich gesonnen. Und wenn jemand jetzt schreibt, irgendwas Rassistisches oder irgendwas Faschistisches oder Faschistisch ist schon ein bisschen extrem, oder sagen wir irgendwas, was grenzwertig ist, irgendwelche Beleidigungen, dann kurzer Timeout oder nur die Nachricht löschen. Aber wenn er uns feindlich gesonnen ist, dann Permaban. Diesen Unterschied, den werdet ihr doch wohl sehen. Also... Ich weiß nicht, wie man diesen Unterschied nicht sehen kann. Das ist, glaube ich, ein ziemlich klares Kriterium. Eine Programmpartei sind, anders als vielleicht das Bündnis Sarah Wagenknecht, das gar kein Programm hat. Wir haben ein Programm, das von Mitgliedern debattiert worden ist. Beantworten Sie einfach meine Frage. Ich bin gerade dabei. Wir haben ein Programm, das von Mitgliedern beschlossen worden ist. Und in diesem Programm, das gibt unsere Richtung vor. Und da gibt es nicht um völkisches Rechtsextremismus. Da finden Sie nichts davon. Deswegen kann auch nichts davon zitiert werden. Also verstößt Herr Höcke gegen das Parteiprogramm? Sie sind bei einzelnen Äußerungen, bei einzelnen Personen und versuchen, etwas zu dramatisieren. Aber Sie... Und
Sie reden schon wieder die Hälfte der Zeit nicht über die Probleme, in diesem Land. Wenn er so erheblich gegen also ich glaube, Sie schaffen das einfach nicht. Und für uns ist das okay, weil die nächsten Wahlen kommen und die EU-Wahlen werden nicht die besten für uns in diesem Jahr sein, sondern das werden die in Ostdeutschland sein. Ich bin einfach an Ihrer Position interessiert. Ich habe zu den Grundwerten unserer Gesellschaft im Gegensatz zu Ihnen gar kein taktisches Verhältnis. Ich halte gar nicht meinen Finger in den Wind und gucke, ob das jetzt im Wahlergebnis irgendeiner Partei was verändert. Ich bin einfach dieser vorgespielte Idealismus. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Also, ich bin doch gar nicht an Macht interessiert, gar nicht an irgendeinem Wahlprogramm interessiert. Oh Gott, ich hasse Politiker, die so reden. Politiker können doch ruhig sagen, ja, mir geht es um Macht, um von mir aus auch dann um mein Programm umzusetzen, um dann dieses oder jenes zu tun. Oder zu sagen, ich bin da an nichts interessiert, ich habe da keine Hintergedanken, wenn ich diese Proteste unterstütze. Dann lügt er uns an. Einfach an einer Geschäftsgrundlage in dieser Gesellschaft interessiert, bei der meine Mitmenschen, 84 Millionen Menschen in dieser Gesellschaft, nach den gleichen Spielregeln behandelt werden. Und mir sind Leute suspekt, die keinen klaren deutschen Satz rausbringen zur Frage, ob sie das ganz genauso sehen. Aber Herr Kühnert, dann müssen Sie auch mal drüber nachdenken, was Sie persönlich und Ihre Partei und die ganze Regierung einen Anteil daran hat, dass eine Partei, die solche Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, der ja übrigens auch noch andere Sachen gesagt hat, zum Beispiel, dass es eben schlecht ist, dass man Hitler immer mit dem Bösen verbindet und andere Dinge. Also man kann. Ja, jetzt zitiert Wagenknecht auch noch Höcke, finde ich unglücklich, dass man jetzt irgendwelche. Höcke hat gerade, glaube ich, gesagt, das Problem sei es, dass man Hitler als absolute Böse darstelle. Und wie gesagt, da müsste man ihn jetzt fragen, wie er das gemeint hat. Da sollte man jetzt nicht bettvoll dran gehen. Anja, sag mal, beliebig Textexegese betreiben. Aber Sie müssen doch drüber nachdenken, was Sie da dazu beitragen. Ja, dass Mr. Brandon Spence schreibt es gerade. Höcke ist die ganze Zeit Hauptthema, aber er ist nicht eingeladen. Also Wagenknecht hätte hier Äußerungen von Storch bringen können. Aber von Storch hat halt keine extrem, sondern nur extrem neoliberale Äußerungen getätigt. Das finde ich auch schlimm, aber über den neoliberale AfD-Programm wird nicht geredet. Es wird nur über Rechtsextremismus und sehr viel häufiger über vermeintlichen Rechtsextremismus geredet. Das ist nicht die vernünftige Auseinandersetzung mit der AfD. Man sollte sich wirklich auf das Wirtschaftsprogramm konzentrieren. Nicht auf das Suchen nach Problemen, wo man dann vielleicht welche findet, vielleicht aber auch nicht. Partei immer stärker wir reden wird. Über und das Migration. Frau von Storch ist doch klar, dass sie das nicht begründen kann, weil es natürlich diese Rechtsextremen in der AfD gibt. Und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Herr Krah, gehört zu diesem Flügel. Also ja nicht nur Herr Höcke, hat zum Beispiel wörtlich gesagt, Einwanderung ist Völkermord. Also nicht unkontrollierte Migration, zu viel Migration, sondern eindeutig Einwanderung ist Völkermord. Wir sind Melanie Ammann mit Russland angreifen Positionen, und mit Waffen, die sind unerträglich und die gibt es in der AfD. Aber die AfD wird nicht deshalb gewählt, weil es diese Positionen gibt, sondern weil so viele Leute wütend sind. Dass ein Thema ja über lange Zeit, über viele Monate eben leider ignoriert wurde, nämlich das der Migration. Darüber reden wir gleich. Das ist das Sachthema dahinter. Wir fragen Frau Storch noch mal nach einem Zitat von Tino Chrupalla. Er hat gesagt, wer Deutsch kann, wer arbeitet und zum Wohlstand beiträgt, der ist hier herzlich willkommen. Würden Sie das auch sagen? Das sagt jetzt der eine Ihrer beiden Chefs. Und die zweite Frage haben Sie tatsächlich noch nicht beantwortet, nämlich ja, ob Sie... Das, was Beatrix von Storch vorher gesagt hatte, klang ja auch so. Also die AfD ist ja durchaus nicht gegen Wirtschaftsmigration, so wie ich das verstanden habe. Unterschreiben, was Herr Höcke dazu sagt. Wir brauchen Facharbeiter in diesem Land. Und wir stellen fest, dass wir seit 2011... Das ist übrigens Schwachsinn. Wir haben genug Arbeitskräfte, die keinen Arbeitsplatz haben. Wir haben, ich bringe die Zahlen immer wieder, weniger als 800.000 offene Stellen, über 2,5 Millionen Arbeitslose. Anfang der 70er hatten wir 1 Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Also damals lag das Verhältnis bei 10:1 von offenen Stellen zu Arbeitslosen. Heute liegt es 1:3. Also damals hatten wir Vollbeschäftigung, heute haben wir Unterbeschäftigung. In so einer Situation sollte man die Arbeitslosen bestmöglich ausbilden und dafür sorgen, dass sie in offene Stellen kommen, aber nicht zusätzliche Ausländer importieren, um dann, ja, das ist sowieso eine alberne Vorstellung. Die deutschen Arbeitgeber, die haben Zugriff auf den gesamten EU-Binnenmarkt und dann soll man von außerhalb der EU noch
noch Arbeitsmigranten reinholen. Das halte ich für keine sonderlich schlaue Politik, auch nicht im Interesse der dortigen Länder. Also wenn wir jetzt Migranten aus Albanien, aus der Ukraine, aus Moldawien, aus anderen osteuropäischen Ländern holen, die noch katastrophalere Demografie haben als die EU-Staaten, dann hilft das den dortigen Ländern ja auch nicht, sondern es schreibt ihre Unterentwicklung auf weitere Jahrzehnte fest. 4 Millionen Menschen zugewandert sind und offensichtlich. Also das einzige Land, europäische Land, was es von seiner Demografie her wahrscheinlich noch lange verkraften oder lange auch nicht mehr. Also auch da ist die Geburtenrate, dass es verkraften könnte, ohne dass es da die Unterentwicklung noch weiter festgeschrieben würde, eine gewisse Emigration zu haben, wäre wahrscheinlich die Türkei. Und ja, viel mehr gibt es da nicht. Also zumindest nicht auf dem europäischen Kontinent. Hat es das Facharbeiterproblem nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das heißt, die wir brauchen, die kommen nicht und die kommen, die brauchen wir nicht. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir Menschen brauchen, die diesem Land leisten, die arbeiten. Das ist sehr interessant. Also die AfD sagt immer, ja, die Flüchtlinge sollen raus, aber gegen Wirtschaftsmigration scheint man dann doch nichts zu haben. Die Beitragszahlen, das sind die wir brauchen. Aber Einwanderung, davon haben wir viel zu wenig. Deswegen bezieht sich auf deswegen alles. Deswegen brauchen wir Einwanderung, deswegen brauchen wir Zuwanderung in den Bereichen, aber ausgesucht. Wir müssen das auswählen. Wir haben 4 Millionen, die in den letzten 4 Jahren gekommen sind oder 3 Jahren gekommen sind, seit 2011 gekommen sind, Entschuldigung. Und das ist offensichtlich nicht das, was wir brauchen. So, und Frau da Wagenknecht, müssen wir auswählen. Sie wählen aus und Sie wählen offensichtlich auch zwischen den Wortbeiträgen Ihrer Politiker aus. Warum schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht zukünftig besser ab als die Ampel? Auch Sie sagen, wir müssen konsequent Ausländer abschieben. Zu 90% seien die unberechtigt hier. Warum schiebt das Bündnis Sarah Wagenknecht besser ab als die amtierende Regierung? Zu 90% unberechtigt, das klingt, so wie Ilna es hier gerade wiedergibt, tatsächlich ähnlich radikal wie die AfD. Es geht gar nicht nur um die Abschiebung. Also wenn man sich zum Beispiel Dänemark zum Vorbild nimmt. In Dänemark ist es relativ klar, wer Asylrecht hat, der bekommt auch seinen Schutzstatus. Wer kein Anrecht hat, hat auch kein Recht auf soziale Leistungen und auf alles, was damit verbunden ist. Die dänische Regierung gibt denen, die abgelehnt sind, das Geld dafür, dass sie zurückreisen können. Die dänische Regierung schiebt so gut wie gar nicht ab. Sie haben aber durch diese veränderte Politik die Zahlen massiv reduziert. Und das ist natürlich seit Jahren schon ein Problem, gerade auch in den letzten Jahren, was die Menschen umtreibt. Ich verstehe jeden, der aus einem ärmeren Land gerne in ein reicheres kommen möchte und bessere Lebensverhältnisse bekommen möchte. Und Sie haben zum Beispiel vorhin Syrien angesprochen. Sella stellt gerade eine sehr gute Frage. Kann jemand das schicken und mir klippen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Diese Sendung von Maybrit ist... die könnt ihr alle hier in der ZDF-Mediathek und später wahrscheinlich auch auf YouTube runterladen und euch dann da ganz viele Clips von Sarah Wagenknecht selbst rausmachen. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Folgt Sellers Beispiel und sucht euch hier möglichst viele Clips von Sarah Wagenknecht raus. Sie hat sich hier, finde ich, relativ gut geschlagen. Auch diese Antwort zum Thema Migration widerlegt ja das, was man in vielen rechten Kanälen häufiger hört, nämlich dass das BSW angeblich genauso eine Einwanderungspolitik wie die Ampel fahren würde. Das Gegenteil ist der Fall, wie ihr hier gerade gehört habt. Ist natürlich auch deshalb ein bettelarmes Land inzwischen. Mhm. Einmal, weil es einen Bürgerkrieg gab, der ist vorbei, aber auch, weil das Land mit Wirtschaftssanktionen ist weitgehend vorbei. Aber das Land wird mit brachialen Wirtschaftssanktionen an jedem Wiederaufbau gehindert. Das heißt, es geht den Menschen dort wirklich dreckig und dann fliehen sie. Und dann haben wir hier das Problem. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt den Subsidiärschutz nicht mehr, Asylrecht ist es ja in der Regel nicht, dann müssten wir etwas dafür tun, zum Beispiel diese Wirtschaftssanktionen aufzuheben, damit die Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive bekommen. Mhm. Und das gehört natürlich auch dazu, also dass wir überfordert sind mit den Zahlen. Da kann Ihnen jeder Bürgermeister, jede Kommune ein Lied davon singen. Mhm. Wir haben immer mehr Schulklassen, wo am Anfang mehr als die Hälfte der Kinder kein Wort Deutsch spricht. Das leider und zwar seit zwei in den Jahren. Ärmeren Bezirken vor allem. Und das ist natürlich ein Problem, das hat ja auch was mit der Bildungsmisere in Deutschland zu tun. Wir haben eine Überforderung. Wenn uns hunderttausende Wohnungen fehlen in Deutschland, ist natürlich, wenn immer mehr Menschen kommen, die Wohnungsnot verschärft sich. Also es gibt ja einfach viele Dinge, wo man sagen muss, da gibt es Grenzen der Kapazität, da gibt es Grenzen der Möglichkeiten. Und deswegen brauchen wir eine
Einwanderungspolitik, die tatsächlich die Anreize nicht so setzt, wie sie jetzt gesetzt sind, weil wir sonst das Problem nicht lösen. Letzter Punkt, wir nehmen ja tatsächlich mehr Menschen auf als Frankreich, Österreich und Italien zusammen. Also es liegt schon auch daran, wie das in Deutschland organisiert ist. Und da muss man der Fairness war ja aber immer sagen, Frau Wagenknecht, dass ja 1,2 Millionen Ukrainer dabei sind und es eben jenseits der EU in Anführungsstrichen 340.000. Das ist ein sehr guter Punkt. Also über diese Wirtschaftssanktionen gegen Syrien könnte man endlich mal reden. Und nicht nur gegen Syrien, auch gegen Afghanistan. Also zwei der größten Flüchtlingsgruppen, die wir hier haben, sind Afghanen. Und davon könnte ein Großteil wieder zurückkehren, wenn es in der Heimat endlich einen vernünftigen Wiederaufbau geben würde. Aber der Westen verhindert diesen Wiederaufbau durch Wirtschaftssanktionen. In der Ukraine ist es übrigens ähnlich. Auch da könnten die Menschen größtenteils wieder zurückkehren, wenn dort endlich Frieden herrschen würde und der Wiederaufbau beginnen würde. Aber aktuell verhindert die ukrainische Regierung mit Unterstützung des Westens durch ihre komplett kompromisslose Haltung einen Friedensvertrag. Und da muss Deutschland endlich Druck auf die Ukraine machen, dass sie einem Friedensvertrag zustimmt. Beispielsweise durch eine Einstellung der finanziellen Unterstützung und der Waffenlieferung. Der klaren Ansage, ihr bekommt Unterstützung beim Wiederaufbau, aber dafür muss erst einmal Frieden herrschen, schließt Kompromisse mit Russland. Weiß jemand die aktuellen Bedingungen seitens Russlands? Ja, da habe ich heute auch in meinem Gespräch mit Dominik Reichert drüber geredet. Anerkennung der territorialen Realitäten, also Anerkennung der Annexionen aus dem Herbst 2022, Neutralität der Ukraine, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das sind die vier russischen Bedingungen und da sollte sich ja ohne Probleme drüber verhandeln lassen. Also es sah auch bei den Verhandlungen in Istanbul nicht so aus, als ob Russland ganz fanatisch auf diesen Bedingungen beharren würde, sondern gewisse Kompromissbereitschaft hat Russland ja nach allem, was öffentlich bekannt ist, schon an den Tag gelegt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Ukraine und Russland sehr wohl zu einem Kompromissfrieden kommen würden, wenn da der politische Wille auf Seiten Kiews vorhanden wäre. Glaube ich, sind, die sonst Deutschland ja nicht umgebracht hätten. Das ist ja jetzt so keine mega außergewöhnliche Zuwanderung. Aber auch da muss man sich fragen, warum in anderen Ländern zum Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge zu 60-70% erwerbstätig sind und in Deutschland zu 90%. Da kommt dieses Argument wieder. Wir sind jetzt erstmal ein Problem. Reden wir gleich drüber. Wenn man sich in der Mediathek angucken, haben wir in dieser Sendung schon mal drüber gesprochen. Ich spare mir die Argumente noch mal zu wiederholen dazu. Inzwischen gibt es ja Belege dafür, dass ich damals mir das nicht ausgedacht habe. Ich habe damals nicht behauptet, dass Sie sich das ausgedacht haben, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass es politische Entscheidungen in Deutschland gab, die mittlerweile aus guten Gründen revidiert worden sind, bei denen wir erst auf eine vollständige Integrationsleistung, also Spracherwerb und anderes, was ja auch alle politischen Kräfte immer einfordern, gesetzt haben und gesagt, wenn das abgeschlossen ist, geht es auf den Arbeitsmarkt. Andere Länder haben anders entschieden und wir haben unsere Regelwerke jetzt dahingehend geändert, dass wir das mittlerweile auch so machen, weil man ja auch klüger werden kann. Das soll jetzt Jobturbo heißen, glaube ich. So richtig funktioniert es noch nicht. Aus 17% sind 20% geworden. Sind bei 25 jetzt. Bei 25. Frage, warum hat das diese 2 Jahre gedauert, in denen eben auch in dieser Sendung und nicht nur hier Bürgermeister, Ministerpräsidenten darüber klagten, dass sie überfordert sind? Jetzt müssen Sie sich anhören, dass Sie damit auch Parteien groß gemacht haben, die sich jenseits der Mitte, der rechten Mitte oder der Mitte-Mitte befinden? Na gut, das würde ich jetzt erstmal als zwei getrennte Paar Schuhe begreifen, denn es ist ja, um das auch nochmal klarzustellen, mitnichten so, und da haben wir ja Wahlforschung klar vorliegen, dass alle Wählerinnen und Wähler von rechtsextremen Parteien einfach nur unzufrieden sind und mit besserer Politik abzuholen. Wir haben einen steigenden Anteil von Menschen in unserer Gesellschaft, die geschlossen rechtsradikale Weltbilder haben. Ja, aber mittlerweile alles rechts ist. Also das ist evidenter Schwachsinn. Wir haben keinen Also es sei denn, man hat da die ganzen grünen Anhänger mitgezählt, die ich total toll finden. Wann vielleicht? Vielleicht. Aber ja, das hat Kühnert dann auch so komische Studien, wie die beispielsweise von SPD-nahen Thinktanks wie der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt wurden, dass wir angeblich ein steigendes Problem mit Rechtsextremismus hätten. Nicht so viele wie die AfD wählen. Allensbach hatte ich schicke Ihnen das gerne Gegenteil. Im Nachgang der Sendung einmal die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die etablierte Mitte-Studie, die gibt es seit vielen Jahren. Ich hatte mir diesen Ausschnitt noch nicht angesehen. Das ist so genial. Ich sag doch, das hat er bestimmt aus dieser dämlichen Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ich wurde mal auf Twitter tatsächlich angeschrieben, dass wir diese Studie mal zusammen auseinandernehmen. Ich habe das dann abgelehnt, weil ich das wirklich für so dumm hielt, was da drin steht. Aber schade, dass ich mir die damals nicht genauer angeguckt habe. Ich habe nur drüber geguckt und da wird gegen die Friedensbewegung gehetzt. Und ach, die wird in die rechte Ecke gestellt. Was ist das für eine schwachsinnige Propaganda? Brauche ich gar nicht genauer hingucken. Und das macht Günther jetzt. Bringt genau diese Propaganda, die alles als rechts deklarieren soll, was nicht konform mit den Grünen geht, seien es jetzt Forderungen nach Frieden oder nach einer kritischeren Migrationspolitik oder was auch immer, all das soll als rechtsradikal deklariert werden und mit dieser Propaganda kommt Kühnert hier jetzt. Es ist so dumm. Zu, die diese Zahlen rein erheben. Das heißt, wir müssen einfach mal anerkennen, es gibt für eine Partei wie die AfD ein Wählerpotenzial, ein verfestigtes, deutlich oberhalb der 5%-Hürde. Und meine persönliche Einschätzung ist schon noch, es gibt viele Menschen, die unzufrieden sind in dieser Gesellschaft. Und ich will nicht zuallererst immer zu denjenigen gucken, die die radikalste Entscheidung daraus ableiten und dann nun am Ende noch Demokratiefeinde wählen. Aber mittlerweile gibt es ja sogar es gibt ganz viele, die zum Beispiel nicht wählen gehen bei einer Wahl. Das schmerzt mich persönlich deutlich mehr, dass Leute sagen, für mich ist gar nichts im politischen Angebot dabei, deswegen bleibe ich zu Hause. Das hat nicht bei allen, aber zumindest bei einigen durchaus auch was mit dem Thema Migration zu tun. Nun ist das mit der Frage von Rückführung beispielsweise, also wie kommen Leute wieder in ihre Heimatländer zurück, die hier keinen Bleibetitel haben, eine komplexe Angelegenheit, weshalb jeder, der eine ganz einfache Lösung dafür anbietet, scheitern wird und den Leuten X für ein U vormacht. Wir haben gesagt, ein Großteil des Problems in diesem Bereich hängt damit... Sie haben es erst mal lange nicht gesehen, war meine Frage. Nö. Und jetzt nochmal, über Monate macht ein Ministerpräsidenten darauf aufmerksam, macht ein Bürgermeister darauf aufmerksam. Und aber es ist doch jetzt immer noch nicht, also es ist doch noch immer Sekunde, nicht gesehen. Es und jetzt müssen Sie ja das Problem nicht sofort lösen und müssen ja auch nicht sagen, Sie sollen sagen, dass Migration eine einfache Sache ist. Aber man hätte es ja sofort sehen können. Das war meine Frage. Seit 2015 aber wir müssen ja die Phänomenfelder einmal trennen. Die haben die Frage an Frau Wagenknecht eingeleitet mit der Frage nach den Abschiebungen, ob das dann bei ihr jetzt schneller gehen würde. Wenn wir über Abschiebungen sprechen, über Leute, die ausreisepflichtig sind, reden wir, selbst wenn ich die mit Duldung mit reinnehme, über zwischen 300.000 und 400.000 Menschen in Deutschland. Das ist ja jetzt erstmal nicht die Zahl, die seit Jahren dafür sorgt, dass wir in Schulklassen, auf dem Wohnungsmarkt und anderswo das ganz große Ausmaß an Kapazitätsproblemen haben, sondern wir haben ja über 70% Menschen, die haben einen Aufenthaltstitel. Die haben einen Schutzstatus aus guten Gründen zubekommen. Und ich sage das zumindest für meine Partei einmal klar dazu, dass wir Menschen Schutz gewähren, dass wir grundsätzlich uns dazu bekennen, dass Leute, die verfolgt werden und die jetzt in diesem Moment in einer schwierigen Situation sind, dass wir denen helfen. Nicht alleine, sondern mit Partnern in der Welt, in der EU, dass wir das verbessern müssen. Aber davon werden wir nicht Abstand nehmen. Sekunde, ich wollte Herrn Spahn mit etwas anderem konfrontieren, nämlich tatsächlich damit, dass Sie gesagt haben, wir müssen notfalls auch physische Gewalt anwenden bei dieser Abschiebung. Aber können wir nicht mal in eine Diskussion leben? Die können wir gleich machen, ich habe gar kein Problem mit meinem Zitat, aber eine Diskussion leben. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Migrationspolitik, können wir nicht mal über Außenpolitik, über Wirtschaftspolitik und auch dieser Begriff rechtsradikal, der wurde so offen, es wurde gar nicht definiert, worum es geht. Also. Schade, ich hätte eigentlich mehr erwartet, wenn Beatrix von Storch und Wagenknecht dabei sind. Also man muss die beiden über Wirtschaftspolitik debattieren lassen und nicht über dieses, ist die AfD jetzt ganz, ganz böse rechts? Ja, also das ist keine gute Fragestellung, sondern man muss wirklich über Wirtschaftspolitik debattieren. Dann kann man auch eine interessante Debatte bekommen. Lebt ja davon, dass man vielleicht kurz mit den Diskussionsfaden hält. Ja, weil das Problem ist doch hier wirklich, wo geht das Vertrauen verloren? Warum haben die Leute so einen Frust, dass die bereit sind, die zu wählen? Olaf Scholz, Sie haben es angesprochen, abschieben aber im großen Stil, Spiegeltitel, historischer Kompromiss, seine Worte, nachdem Sie sich mit dem Ministerpräsidenten getroffen haben, zur Durchsetzung von Recht. Was passiert? Ein sogenanntes Rückführungsverbesserungsgesetz, so nennen die das dann. Und dann steht in der Begründung des Gesetzes der Bundesregierung selbst, dass die Zahl der Abschiebungen, der Rechtsdurchsetzung sich dadurch um 600 erhöht. Nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, im Jahr. Jetzt muss man wissen, letztes Jahr sind in Deutschland pro Tag im Schnitt 1.000 Menschen zu uns gekommen. Haben Sie schon viel erzählt? Etwa 500 davon müssen wieder ausreisen. Am Tag. Und das ist das Problem, wo das Vertrauen weggeht. Historischer Kompromiss, abschieben aber im großen Stil. Wir machen jetzt was. Ja, aber Wagenknecht hat doch gerade schon gesagt, wie man dafür sorgen könnte, dass die Menschen freiwillig wieder zurückgehen. Man gibt ihnen Geld für die Rückreise und verpflichtet sie dann auszureisen. Das Geld wird dann halt für die Rückreise
ja, verwendet. Einfach weil die Menschen lieber ihre Rückreise selber organisieren, als zwangsabgeschoben zu werden, beziehungsweise dann selber entscheiden können, wo sie dann hingehen. Also ist ja gar nicht mal gesagt, dass sie dann zurück in ihr Heimatland gehen, aber auf jeden Fall sind sie da erstmal weg. So macht das ja Dänemark. Und da frage ich mich, wieso Deutschland das nicht auch machen kann. Und da kommt ein Gesetz, das keinen Unterschied macht. Und 65% der Deutschen sind mit der Migrationspolitik der Bundesregierung nicht zufrieden. 12% habt ihr noch, die sagen, die machen das Richtige. Und ich habe jetzt noch nicht einen Satz von Kevin Kühnert, ja, soweit ich das überblicken kann, regiert ihr. Ich habe noch nicht einen Satz gehört, der mich mal die Hoffnung haben lässt, dass die Regierung verstanden hat, was da los ist, dass die Leute das so nicht mehr wollen und dass man eine andere Politik machen muss, wenn man Kevin Vertrauen Kühnert zurückgewinnen wüsste Argumente. Will. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gehört, dass das was zu tun haben könnte mit der eigenen Regierung. Nicht einmal. Ahne, dass mir die Sitzungsleitung nicht die Möglichkeit geben wird, darauf zu antworten. Macht sie gerade nicht, weil Euroasyl würde von Ihnen genannt, die Verschärfung der Maßnahmen, die Nancy Faeser in Angriff nimmt. Wir kommen dazu die gleich. Abkommen mit den Herkunftsländern, vor allem die Leute zurücknehmen nicht noch müssen. Mehr Migrationspolitik will das nicht. Lass mich mal zu Ende reden. Das sage ich aber auch noch. Und als die Frage dann von einem Nutzer kam, sind damit auch Fett annähert. Wir fangen endlich mal an, die Dinge zu besprechen, wie sie sind. Wir fangen an, das war die Frage. Warum ist denn die Stimmung, wie sie ist? Weil wir eine Deindustrialisierung erleben, weil das Realeinkommen der Bevölkerung einbricht, weil eine absolut katastrophale Wirtschaftspolitik gemacht wird. Also die Leute. Deswegen, weil hier ukrainische Flüchtlinge sind. Die ukrainischen Flüchtlinge sind ja erst eine Konsequenz der katastrophalen Ukraine-Politik. Nicht nur der Bundesregierung, sondern auch aller anderen europäischen Regierungen. Und der wirtschaftliche Einbruch ist Folge des Wirtschaftskrieges gegen Russland, der unsere Wirtschaft offensichtlich ruiniert. Also deswegen haben die Leute aktuell die Schnauze voll. Es gibt natürlich in den letzten Jahrzehnten noch andere Entwicklungen, die man dafür verantwortlich machen kann. Aber das sind die aktuellen Probleme und daran will auch ein Spahn nichts ändern. Ich überspringe jetzt noch mal ein bisschen. Also es wird jetzt schon wieder um Migration. Zahlen. Herr Orban muss zahlen. Er kann sich nicht mehr rausziehen aus Herr der Orban ganzen Nummer. Herr Orban wird zahlen. So, Herr Orban wird das zahlen. Sie wird die Einzelheiten, die von der EU jetzt an noch Orban eine gehen. Runde. Wie groß ist Ihre Sorge, dass wir tatsächlich bei Dänemark landen? Also das Problem ist jetzt so groß geworden, dass die Politiker Ihrer Partei auch Dänemark sagen. Dänemark heißt 30% der Bevölkerung maximal migrantisch. Sammellager, Schmuck wird abgenommen, Versorgung in diesen Sammellagern. Da zucken Sie mit den Sozialdemokraten in Dänemark, danke für die Präzisierung, Frau von Storch, zucken Sie da mit den Schultern oder sagen Sie, ja, darüber sollten wir jetzt nachdenken. Wir müssen es verschärfen wie die dänischen Sozialdemokraten. Dieses dänische Modell oder was dafür in der deutschen Debatte mal gehalten wird, löst ursächlich die Probleme, die wir jetzt mehr oder weniger diskutieren hier seit einer Viertelstunde, wir behalten die überhaupt gar nicht. Wir es ändert die nichts daran, dass Menschen sich auf den Weg machen, weil in ihren Heimatregionen Dinge passieren, auf den Weg, wenn die wir wissen, niemand dass sie nicht aushalten. Dinge passieren. Also was ist denn in Syrien passiert? Da hat der Westen radikale Islamisten hochgerüstet, um die international anerkannte Regierung zu stürzen. Libyen, was ist denn da passiert? Da hat der Westen die international anerkannte Regierung weggebombt. Afghanistan, was ist denn da passiert? Dass der Westen einmarschiert, hat dort ein Terrorregime errichtet und 20 Jahre lang Bürgerkrieg geführt. Also egal, in welchem Staat wir jetzt schauen, Libyen ist nicht mal so sehr als Herkunftsland von Flüchtlingen das größte Problem, sondern als Transitland. Alle Flüchtlinge, die meisten Flüchtlinge, die von Afrika in die EU wollen, müssen durch Libyen. Ja, das ist das Ergebnis der westlichen Außenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte. Darüber müsste man vielleicht mal reden, aber ja, darüber wird nicht geredet. Es wird nicht über die Ursachen der Migration geredet, sondern nur kleinteilig, wie können wir das Problem jetzt verwalten, wenn es denn erst einmal da ist. Kommen, kein Geld bekommen und nicht bleiben können, dann kommen die Leute nicht an und deswegen, es fehlt der politische Wille, das ist das Hauptproblem. Und das ist das, der politische Wille hat bei der Union gefehlt, der politische Wille fehlt bei Ihnen. Mehr als 70% der Menschen. Und deswegen müssen diese Signale in die Welt gesendet werden. Und solange wir diese Signale nicht senden, hatten wir schon geklärt, haben wir geklärt, dass das Fake News ist. Genau, haben wir schon geklärt, haben wir geklärt. Aber Sie müssen das Problem angehen und Sie gehen das Problem nicht an, weil Ihnen der politische Wille fehlt und mit Ihrem grünen Partner geht es auch nicht. Und das ist das Grundproblem von Deutschland, dass die Union dieses Problem, das sie selber mal geschaffen hat, Sie, auch Storch, mit den Grünen lösen will, was sie sich gezeigt hat, was nicht möglich nicht ist. Ich glaube, Sie müssen einfach wollen, mal auf die Menschen nicht im Land Konzept hören. Reinpasst, ist, dass wir uns in einer Welt bewegen,
die sehr komplex ist. Wir machen zusammen Politik mit Partnern in Europa. Das ist die Grundlage dafür, dass wir hier... Bitte, das ist das Problem. Wir haben hier seit knapp 8 Jahrzehnten Frieden, weil wir kooperieren mit anderen. Wir werden dieses Jahr wieder eine Europawahl haben, die Ausdruck genau dessen ist. Wir versuchen, die Dinge, die uns hier gemeinsam betreffen, auch gemeinsam zu regeln. Ihnen müsste ja mal auffallen, mit Ihnen und Ihrer Partei wollen ja nicht mal die anderen Rechtsaußenparteien in Europa sprechen. Wenn Sie wirklich politische Macht hätten in Deutschland, dann gäbe es gar keinen Partner, der mit Ihnen irgendwas besprechen wollte über die Frage der Regelung von Migrationspolitik in Europa. Dann lösen Sie aber überhaupt gar kein Problem. Wie wollen Sie denn den Herkunftsländern dieser Menschen gegenübertreten? Wie wollen Sie vor diese Regierung, vor diese Staatschefs treten und mit denen darüber verhandeln, dass Sie die Staatsbürger aus diesen Ländern... Also ganz ehrlich, wie will ein Kevin Kühnert davor treten? Also im Ausland, da macht man sich lustig über Deutschland. Also wie will ein Olaf Scholz mit anderen Staatschefs verhandeln? Also ein Kanzler, der sich Energieinfrastruktur in die Luft sprengen lässt, ohne dass mal hinter den Tätern hergegangen wird. Also Wladimir Putin hatte ja letztens im Interview mit Tucker Carlson etwas sehr Interessantes gesagt. Schaut euch das Video, das Interview auch gerne an. Also auf Twitter und so kann man das auch noch in deutscher Übersetzung finden, wenn ihr es nicht auf Englisch schauen wollt. Über die deutsche Regierung um Olaf Scholz hat er gesagt, Zitat, das seien sehr inkompetente Leute. Was genau die Lösung sein soll, die auch funktioniert. Aber das kann es am Ende. Aber schauen wir mal zusammen zu so auf der Basis unten zu ziehen. Ich glaube, das heißt, glaube ich, wenn auch eine Partei wie die AfD davon profitieren, das ist ja das Problem. Ja, weil sie einfach und ich weiß noch über Jahre. Ich meine, sie haben ja wirklich über Jahre auch immer eine Diskussion geführt, dass eine Eingrenzung der Migration, dass das irgendwie recht sei. Also mir wurde immer gesagt, schon als ich 2015, 2016 kritisiert habe, dass das einfach zu viel ist und uns überfordert, wurde mir immer unterstellt, ich sei AfDler. Und so hat man natürlich den Leuten quasi fast schon in den Kopf getrimmt, also Eingrenzung der Migration, das heißt AfD. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil in anderen Ländern machen es ganz, machen es so sozialdemokratische Regierungen, konservative Regierungen, in anderen Ländern tun sie es. Und in Deutschland redet man ein bisschen und macht das. Das stimmt. Aber man ändert die Signale nicht. Also das Kernproblem ist doch, es gibt doch Gründe, warum der größte Teil der Migration in der EU ja nicht einfach in die EU geht, sondern nach Deutschland geht. Und Sie haben recht, dass das von EU-Parteien lange so gemacht wurde. Sie haben recht, gerade von Ihrer Ex-Partei. Und dass das Problem vielleicht auch von uns Medien nicht offensiv genug thematisiert wurde. Da würde ich Ihnen auch recht geben. So. Aber dieser Hebel, der wurde wirklich schon vor langer Zeit umgestellt. Herr Scholz war vielleicht der Letzte, der jetzt auch noch mal populistisch eine Schippe draufgelegt hat mit seinen massenhaften Abschiebungen. Ja, gut, aber die CDU hat es vor langer Zeit gemacht. Die FDP hat es vor langer Zeit gemacht. Die SPD hat es auch schon vor geraumer Zeit gemacht, würde ich sagen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Ahrmann nicht mag und Maischberger da eigentlich reicht? Also die Ahrmann, die ist ja noch viel polemischer als die Maischberger, aber inhaltlich genau auf deren Linie. Auch immer eingeladen. Also das ist ja furchtbar. Die FDP, die SPD-Innenpolitiker. Ja, nur da also das geht dann nicht eben so, Realität dass und sie Verbales. Brauchte, um jetzt da jetzt total... Es hat sich ja real eben nicht geändert. Und das ist ja das Problem. Das ist ja dann für die Leute auch unglaubwürdig. Also Herr Scholz lässt sich mit grimmiger Miene auf dem Spiegel abbilden und sagt, wir müssen jetzt irgendwie ganz viel abschieben. Real gehen die Zahlen weiter. Und ich glaube, die Debatte über Abschiebung ist auch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist eben, dass Menschen, diejenigen, die ein echtes Asylrecht haben, das ist 1%. Natürlich haben die Anspruch auf Schutz. Dann gibt's Sie kommen in allererster Schutz, Linie über die aber alle anderen eben auch faktisch bleiben können. Und ich sage jetzt gar nicht, dass man da rückwirkend ganz viel ändern muss, aber man muss ja zumindest mal irgendwie für die Zukunft was ändern. Und das passiert gerade nicht. Ich würde gerne noch wissen, denken Sie eigentlich, dass die AfD eine gefährliche Partei ist? Ich glaube, dass es in der AfD gefährliche Leute gibt und wenn die immer stärker werden, dann ändert das natürlich auch das gesamte Diskussionsklima in unserem Land. Und ein Herr Höcke oder auch ein Herr Krah, als Menschen, die wirklich davon ausgehen, eine Bevölkerung, ein Volk wird biologisch definiert durch ihr Blut, also das sind für mich Rassisten. Und das ist natürlich schon eine beängstigende Diskussion. Außerdem würde ich mir auch wünschen, dass wir eben auch über andere wäre es jetzt, wie gesagt, schön, eine direkte Gegenrede zu haben. Also ich meine, was soll Beatrix von Storch jetzt zu Zitaten sagen, die sie selbst nicht getätigt hat und die sie größtenteils auch nicht kennen? Ist halt immer schwierig.
Themen, die wir im Land an großen Problemen haben, reden würden, über die die AfD nie reden würde. Armut zum Beispiel, dass der Mindestlohn viel zu niedrig ist, dass die Renten schlecht sind. Das sind nicht zu wichtigen Themen wechseln, bloß nicht zu wichtigen Themen wechseln, Frau Wagenknecht. Wir dürfen doch hier nicht über das reden, was die Bevölkerung tatsächlich interessiert. Wir sind hier dabei zu klären, ob rechtsextrem ist und darüber zu reden, wie wir von den Flüchtlingen jetzt neben Passierschein A38 noch Passierschein A39 verlangen können, damit wir sie auch ja schikanieren, ohne was grundsätzlich ändern zu können, ohne was grundsätzlich zu ändern an der Migrationspolitik oder an der westlichen Außenpolitik. Bloß nicht auf die wichtigen Themen gehen. Ja, für die AfD keine Themen. Und das wären schon wichtige Themen. Aber hatten Sie gegen 12 Euro Mindestlohn gestimmt? Würde Frau von Storch gerne fragen wollen, ist in Ihren Augen. Das, was Kühnert da gesagt hat, stimmt tatsächlich. Die Linkspartei wollte einen noch höheren Mindestlohn als 12 Euro. Deswegen hatte sie gegen 12 Euro gestimmt, weil diese 12 Euro eben keinen Inflationsausgleich beinhalteten. Also die Inflation war ja deutlich angestiegen, aber Scholz hat seine Forderung nicht an die Inflation angepasst. Deswegen hat die Linkspartei damals dagegen gestimmt. Also hier zum Kontext. Also so wie Kühnert das hier gerade noch so reinzuframen versucht, damit der Zuschauer ja einen falschen Eindruck vom BSW hat, das ist schon sehr manipulativ. Passt zur SPD. Bitte? Ja, natürlich. Entschuldigung. Bei der Abstimmung. Ich bitte Sie, wir fordern seit Jahren die 12 Euro und wir haben damals gefordert. Die Linkspartei, das kann ich nochmal erklären, die hat damals noch höheren Mindestlohn. Die wollte, glaube ich, 13 Euro. Dass er stärker steigt. Und wir haben auch jetzt gefordert, dass er vielleicht also waren Sie bei der Abstimmung nicht dabei. Nein, oh Gott, was soll das? Das ist ja dumm. Also was ist das jetzt für ein übles Framing? Also die Linkspartei hat damals dagegen gestimmt. Ja, 12 Euro sind zu wenig. 13 Euro, ja, 13 sind immerhin. Deswegen hat die Linke damals dagegen gestimmt. Deswegen habe ich nachgeguckt, ob ich das sagen kann. Nicht ausreichend war. Das war der Hintergrund. Dann haben auch so. Ich versuche hier gerade Ihre Partei zu framen und jetzt erinnert sie sich an die Abstimmung damals. Auch so. Gott, ist das dumm. Jetzt zeigt sich auch mal wieder, dass die SPD unser politischer Gegner ist. Leute wie Kevin Kühnert sind nicht unsere Verbündeten. Für die paar Verirrten, die in meinen Mindestlohn muss auf 16,50 Euro, ja. Aktuell fordert das BSW 14. Die Forderung muss für die nächste Bundestagswahl nochmal deutlich angepasst werden. Ich habe ja schon mal ausgerechnet, für die Bundestagswahl 2025 sollte man vermutlich einen Mindestlohn von 16 bis 17 Euro fordern. Also die 16,50 Euro, die passen schon, die Real Guni da gerade vorgeschlagen hat. Also man sollte die Forderung von 15 Euro, die man gerade hat, nochmal deutlich nach oben setzen für die nächste Bundestagswahl. Auf der Maus ausgerutscht? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, nicht auf der Maus. Ich meine, die 12 Euro heutzutage, das ist einfach völlig unzureichend. Die Leute kommen davon und gehen nicht damit klar. Frau von Storch, ist Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis in Ihren Augen gefährlich? Könnten Sie der AfD gefährlich werden? Wir wollen die Probleme in diesem Land lösen. Ich verstehe, dass wir als gefährlich betrachtet werden, weil wir kosten der Ampel die Sitze in den Parlamenten. Ist sie gefährlich mit ihrem Bündnis? Nein, sie ist nicht gefährlich. Sie ist sozusagen in einem populistischen Bereich unterwegs. Wir sind gespannt, wie sie mit dem gleichen Personal, das die ganze linke Agenda die ganze Zeit mitgetragen hat, jetzt neue Politik machen möchte. Und in manchen Positionen ist das richtig. Also Fabio De Masi ist ausgetreten. Amira Mohamed Ali hat übrigens kurz bevor sie ausgetreten ist, noch was sehr Interessantes zur Zusammenarbeit mit der AfD gesagt. Sie hat, also das kann ich zeigen, für alle, die sagen, oh, das BSW, das hat ja so eine Brandmauer und das lehnt die AfD grundsätzlich ab und dieser ganze Unsinn. Ich glaube, darauf kann ich jetzt mal kurz eingehen. Es wird ja immer wieder behauptet, das BSW, das sei genauso drauf wie die Linkspartei, das würde alle AfDler als Nazis diffamieren und das würde sagen, man kann niemals gemeinsam stimmen und wir müssen diese Partei ausgrenzen. Das von dem Einreißen, von dem Bröckeln einer Brandmauer. Das hier hat Amira Mohamed Ali gesagt, bevor das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet wurde, als sie noch in der Linkspartei war. Also von damals stammt diese. Das ist jetzt wirklich. Hört ihr mal zu. Ich muss schon sagen, ich wundere mich über diese Debatte und dass in diesem Fall auch von dem Einreißen, von dem Bröckeln einer Brandmauer die Rede ist. Das empfinde ich überhaupt nicht so. Die Union hat einen Antrag gestellt, einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Position der Union vertritt. Das ist jetzt keine ausweislich rechte Position, das ist einfach die Haltung der Union und auch die Haltung der FDP. Die haben es eingebracht und die AfD hat dem zugestimmt.
was hätten die jetzt machen sollen? Also sich darauf verzichten, als Opposition Anträge einzubringen oder jetzt den Antrag zurückziehen, nachdem die Falschen zugestimmt haben? Ich finde das einigermaßen absurd. Natürlich wäre es, also ich hätte das abgelehnt, wenn die Union jetzt mit der AfD gemeinsam einen Antrag gestellt hätte. Das ist abzulehnen. Aber das ist ja nicht, was da passiert ist. Insofern finde ich diese Debatte darüber und dass das jetzt der Einriss einer Brandmauer gewesen sein soll, finde ich einigermaßen absurd. Und ich meine, man sieht ja auch, dass das so Debatten sind, die am Ende der AfD nützen. Weil ich meine, was die Union hier gemacht hat, ist einfach ganz normales parlamentarisches Vorgehen. Sie hat an der Opposition einen Antrag eingebracht und der ist abgestimmt worden. Ja, und wenn dann ein Ergebnis rauskommt, was man nicht gut findet, dann muss man damit halt umgehen. So ist Demokratie. So ist Demokratie. Ja, ein ganz normales parlamentarisches Vorgehen, wenn man sich für seine Anträge Mehrheiten von der AfD holt. Das ist die Position des BSW. Beziehungsweise das war die Position von Amira Mohamed Ali, bevor sie aus der Linkspartei ausgetreten ist. Sie wurde da übelst für angegangen aus dieser Partei. Also, ihr seht es hier. Also, es gibt schon so einen Umdenkprozess bei einigen BSW-Politikern. Bei Amira Mohamed Ali hat der jetzt relativ schnell stattgefunden. Natürlich kann man ihr dann leichter Opportunismus vorwerfen. Aber es gibt auch Leute wie Fabio De Masi, die sind schon vor Jahren aus der Linkspartei ausgetreten, weil sie mit dieser Partei nichts mehr zu tun haben wollten. Und es gibt auch Quereinsteiger wie Michael von der Schulenburg oder Michael Lüders oder SPDler wie Thomas Geisel. Also das BSW, das ist eine bunte Mischung von hoch angesehenen Persönlichkeiten, von Politikern aus der Linkspartei, aus anderen Parteien, die sich mit diesen Parteien entfremdet haben. Und bei Amira Mohamed Ali habt ihr es hier gerade gesehen, das BSW setzt nicht auf eine strikte Ausgrenzung der AfD, sondern auf eine strategische Kooperation dort, wo es sinnvoll ist. Interessiert zu sagen. Also ein ganz normales parlamentarisches Vorgehen, wenn man sich für seinen Antrag zur Mehrheitsfindung der AfD-Stimmen braucht. Also eine BSW-Minderheitsregierung, die würde sich auch von der AfD dann tolerieren lassen, selbstverständlich. Wir haben zu viel Migration, in der Tat. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, was hier offensichtlich verweigert wird. Sie könnten, das ist, ein richtige, das ist Sie ja ein richtiges Thema. Wir grenzen uns ja nicht von richtigen Thesen ab, nur weil die von anderen mitgetragen werden. Das ist in Ordnung. Das machen Sie nicht. Mittragen, wenn nicht Ihre Thesen. Okay, ich hoffe jetzt, Sarah Wagenknecht sagt was Schlaues. Aber das war jetzt gar keine aggressive Rhetorik von Beatrix. Also auf Twitter ist sie wesentlich polemischer. Sie dann Sarah Wagenknecht, so eine Kommunistin, Sozialisten waren noch nie dafür, Migration zu begrenzen. Aber das hier, das war ja noch wesentlich vorsichtiger, als sie sich auf Twitter äußert. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also ihr könnte man jetzt auch ihre Twitter-Äußerung mal in den Kopf werfen, wenn man darauf jetzt antworten wollte. Mit, sondern gerade bei der zu sozialen Frage sind sie eben es lang, gibt zu viel gerade Migration. Bei der ganzen Frage einer sozialen Ungerechtigkeit, der sozialen Ungleichheit. Sie wollen basiert, das ist die vernünftige Antwort. Hat Sarah Wagenknecht gut gemacht. Also vor allem, sie hat die gesamte Diskussion jetzt hier wieder auf wirtschaftliche Themen gezogen. Das finde ich sehr gut. Da hat mich so geärgert, dass wir die ganze Zeit nur über Migration oder rechtsradikal, Nazi, rechts, sonst was geredet haben und nicht über wirklich inhaltlich wichtige Themen wie Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik. Und jetzt reden wir endlich darüber. Also das hat Sarah Wagenknecht tatsächlich gut hingekriegt, hier das Thema so rumzudrehen. Noch Spitzenverdiener, also uns hier wollen sie steuerlich entlasten, Leute, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, große Unternehmen, die gerade Dividendensaison haben, wollen sie steuerlich... Um nicht falsch verstanden zu werden, Bündnis Marv, ich habe nicht gesagt, sie sei opportunistisch, ich habe gesagt, das wird ihr jetzt vorgehalten. Und da sie bis vor kurzem in der Linkspartei so weit unten war, also man hat einen gewissen Entfremdungsprozess, weil man gesehen hat, wie sie sich auf Twitter geäußert hat und wie sie da angegangen wurde, ist das schon einige Monate vorher zu sehen gewesen, dass sie nicht mehr auf Mehrheitslinie der Partei ist, sondern ziemlich auf Wagenknecht-Kurs, vor allem was die Außenpolitik in Bezug auf Russland angeht. Aber es wird ihr natürlich, also solche Angriffe gibt es natürlich immer. Und wenn da jemand eben noch Fraktionsvorsitzende der Linkspartei war und dann zum Bündnis Sarah Wagenknecht wechselt, dann ist das natürlich sofort der erste Vorwurf, der überall kommt. Wie gesagt, ich habe ihr das nicht vorgeworfen, ich habe nur gesagt, der Vorwurf kommt immer wieder. Also und das kannst du jedem vorwerfen, der irgendwann mal seine Meinung ändert. Also das ist ja ein ziemlich willfähriger Vorwurf. Oder der bei seiner Meinung bleibt. Also du kannst es letztlich, niedere Motive kannst du jedem vorwerfen. In bestimmten Fällen, wie bei dem Kevin Kühnert, mag das valider sein als in anderen Fällen. Ich entlasse. Im Gegenzug waren Sie eben schon damals tatsächlich, also im Unterschied zu uns übrigens. Zum Thema Syrien kann ich die den Sturm ernten von Michael Lüders empfehlen.
wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Gegen den erhöhten Mindestlohn. Also das Problem ist einfach, Sie haben ein Alles Thema, falsch. Da haben Sie auch einen Punkt bei der Migration. Dadurch sind Sie stark geworden. Aber bei den ganzen sozialen Fragen, alles das, was die Menschen ja auch furchtbar umtreibt, was ihnen Angst macht, dass es keine Aufstiegschancen mehr gibt für viele, dass wer arm geboren ist, arm bleibt in Deutschland. Das sind doch die Themen, die endlich auch wieder in die gesellschaftliche Debatte gehören. Okay. Und diese Zukunftsängste, das ist etwas, was mich umtreibt. Und das ist für die AfD überhaupt kein Thema. Wir sind bei der Frage nach der Brandmauer, Melanie Ammann. Oh nein! On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda-terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Eine profunde Diskussion zu entwickeln. Was macht Maybrit Illner? Sie wechselt das Thema. Ja, öffentlich-rechtliche Talkshows. Interessante Gästeauswahl. Sarah Wagenknecht hat sogar mal geschafft, ganz auf ein wirklich wichtiges Thema zu lenken und wirklich eine valide Kritik an der AfD zu formulieren. Und was passiert? Maybrit Illner wechselt das Thema. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und spricht dann Melanie Ammann an. Also die wirklich am überzeugtesten, die wirklich schlimmste politische Aktivistin in ihrer Rolle. Und das will neben Leuten wie Kevin Kühnert oder Jens Spahn einiges heißen. Die Wahlen sind schon... Warum derailed, fragt mich auch. Stimmt, warum spricht sie über Themen, die Menschen tatsächlich interessieren? Denn wenn Umfragen durchgeführt werden, warum wählen die Menschen AfD? Als erstes das Thema Migration und als zweites kommen dann wirtschaftspolitische Themen. Also Energiepolitik beispielsweise oder Sanktionen oder also alles so Sachen, die eigentlich alle sich unter dem Thema Wirtschaftspolitik subsumieren lassen. Die kommen dann fast immer an zweiter Stelle, wenn du Umfragen durchführst, warum die Menschen AfD wählen. Und das ist nicht nur bei AfD-Wählern so, das ist bei Wählern fast aller Parteien so, dass Wirtschaftspolitik die extrem umtreibt. Schon erwähnt worden, kann die CDU/CSU das schaffen, diese Mauer zu halten? Also ich vertraue Stand jetzt darauf, dass die CDU/CSU als demokratische Union nicht mit der AfD kooperiert. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn in einem ostdeutschen Bundesland... Sorry, es interessiert mich nicht, was Melanie Ammann zur Brandmauer zu sagen hat. Also das ist mir... Oh, ich wollte gerade sagen, das ist mir zu dumm, schon ist die Sendung vorbei. Aber ganz ehrlich, ich höre mir das jetzt nicht an. Also... Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Geschwätz anzuhören, ganz ehrlich. Also dafür... Bandera war kein Massenmörder. Von Juden und Polen. Er war kein Massenmörder. André Melding, wo wir schon bei Rechtsradikalismus sind. Rechtsradikalismus, Geschichtsrevisionismus, Verharmlosung der Verbrechen des Dritten Reichs. Hier alles in einer Reihe mit André Melding. Das war der deutsche der Ukraine. Deswegen, also wenn wir schon bei Rechtsradikalismus sind, dann sollten wir vielleicht mal über die ganzen grünen Politiker reden, die Stefan Bandera total toll fanden. Und die auch Fans von André Melnik waren. Okay, versuchen Sie es auch in diesem Moment so. Na, selbst also am Ende braucht es Parteien, die anschlussfähig und anknüpfungsfähig in verschiedene Richtungen sind. Und ich halte mal fest für die Ostlandtagswahlen in diesem Jahr. Im Kreise der demokratischen Kräfte, CDU, SPD, Grüne, FDP, auch Bündnis Sarah Wagenknecht, die sind die einzigen, die von niemand anderem für die Zusammenarbeit ausgeschlossen werden im Moment. Und ich mache mir Sorgen bei diesen Wahlen darum, dass wir Ergebnisse kriegen, bei denen lauter Leute in der Ecke sitzen mit verschränkten Armen und sagen, bitte, wir machen es nur so, wie ich es möchte und ansonsten bin ich nicht mit dabei. Dieser Absolutheitsanspruch, diese Kompromissunfähigkeit, die sich auch bis ins demokratische Spektrum hinein breit macht, das macht Ihnen große Sorgen. Herr Spahn kriegt eine Frage, die er schon ahnt. Sie könnten werden. Ja, aber wissen Sie, wir haben ja jetzt eigentlich wieder eine Sinn. Unsere einzigen, die in der Hand haben, die Frage, ob der Osten unregelmäßig... Ist das dumm? Sorry, also... Was heißt dumm? Ich habe es noch gar nicht gehört. Es ist mir egal. Ich habe keine Lust, mir das von Jens Spahn anzuhören. Er hatte seine Chance in dieser Sendung. Ich habe das jetzt nicht ohne Grund die ganze Zeit übersprungen. Regieren müssen. Nein. Regierung. Wir werden am Ende uns konstruktiv verhalten, wenn es darum geht. Eine Koalitionsregierung mit CDU, SPD, Grünen oder FDP ist so gut wie ausgeschlossen, da es schlicht und ergreifend keine inhaltlichen Überschneidungen gibt. Sollte sich das in einem Landesverband doch als möglich herausstellen, weil, keine Ahnung, ein CDU-Landesverband mal sagt, wir werfen jetzt unser gesamtes Parteiprogramm in die Tonne und
schaffen die Schuldenbremse ab und investieren ordentlich in Bildung, beispielsweise. Oder sind für ein tariftreuer Vergabegesetz. Also dann würde ich die Chance nicht ausschlagen. Also man sollte sich halt strategisch klug verhalten. Man sollte nichts, und je mehr Optionen man von vornherein ausschließt, desto mehr beraubt man sich seiner Freiheit. Deswegen sollte man wirklich ganz vorsichtig mit solchen ultimativen Aussagen sein. Eine Regierung zu bilden, aber was das Thema AfD angeht, ich will das jetzt auch nicht in jeder Sendung, weil Frau Ammann ja schon wieder anfängt. Nein, wir sind doch klipp und klar an der Stelle. Ja, wenn Sie klar sind, dann... Ja, klar sind wir klar. Und in Sachsen und in Thüringen, ich meine, schauen Sie sich da an, mit Reichsbürgern, Herr Höcke, Völkisch, das ist alles gegen das, was christliche Demokratie ausmacht. Mhm. Und eins müssen übrigens potenzielle AfD-Wähler sehen. Umso mehr sie AfD wählen, desto eher kriegen sie linke Politik, weil es dann CDU Kompromisse... Gott ist das, ja genau, Beatrix von Storch jetzt, wer CDU wählt, kriegt linke Politik. Natürlich ist das die AfD. Weil es dann Koalitionen in die andere Richtung gibt. Wollen. Wer eine andere Politik will, wer ein Gegenmodell zur Ampel will, macht auch schon muss ein bisschen die CDU wählen, nicht die AfD. Und wir sagen... Es gibt keine einfachen Lösungen. Ich glaube, das war unser Titel dieser Sendung. Punkt. Ganz schnell zu Markus Lanz, der heute unter anderem Steffi Lemke zu Gast hat. Ich danke den Gästen dieser Sendung und hoffe, dass sie gut durch den Abend kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Also Wagenknecht, das kann ich jetzt gleich als Fazit sagen, hat noch versucht, über die wichtigen Themen zu reden. Wollte Maybrit Illner nicht. Beatrix von Storch hat da gar keine inhaltliche Widerrede geleistet. Sie war viel, viel zahmer, als sie sonst auf Twitter ist. Also die kann sich ja wirklich unglaublich polemisch ausdrücken. Also Beatrix von Storch hat ja wirklich versucht, ja, auf einer relativ auf einer nicht so polemischen Ebene zu diskutieren, wie es andere in dieser Talkshow gemacht haben. Und deswegen... War es gut, dass Wagenknecht da auf das Wirtschaftsthema gegangen ist und da inhaltlich eingestiegen ist und nicht so lange diesen Rechtsframe verfolgt hat. Also die AfD ist ganz schlimm, sie ist rechtsradikal, das haben viele Menschen durchschaut und das ist auch strategisch nicht gut. Das muss man auch gut belegen können. Und damit Zitaten von jemandem zu kommen, der halt nicht dabei sitzt, der aber immer erwähnt wird, ist dann, glaube ich, auch nicht das Klügste. Deswegen war es richtig, dass Wagenknecht sich hier auf die wirtschaftlichen Themen fokussiert hat. Das ist tatsächlich der Punkt, wo wir die AfD stellen müssen. Das ist der Punkt, wo wir der AfD widersprechen müssen. Ihre Ablehnung eines höheren Mindestlohnes beispielsweise oder ihre Ablehnung einer vernünftigen Steuerpolitik, ihre Ablehnung einer vernünftigen Lohnpolitik. Ja, also das sind alles Punkte, wo wir die AfD attackieren müssen und wir müssen uns da wirklich auf die relevanten Punkte konzentrieren. So, aber diesen Frame, die AfD ist ganz böse, weil der Verfassungsschutz das sagt, den sollten wir auf keinen Fall mitmachen. Wir sollten valide Kritik äußern. Wie gesagt, wo Rechtsextremismus ist, da sollten wir ihn kritisieren, aber wir sollten jetzt nicht mit der Lupe danach suchen oder überall was reininterpretieren. So, das machen die etablierten Parteien schon. Dafür braucht es uns nicht. Wenn wir die AfD kritisieren, dann vor allem in den wirtschaftlichen Angelegenheiten. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei